Heute stelle ich dir 5 spannende Crash-Aktien vor. Die Unternehmen wurden die letzten Monate über stark verprügelt. Nun könnte für sie ein großes Comeback in 2024 anstehen. Sie bringen alle ein starkes und etabliertes Geschäftsmodell mit. 4 von 5 kennst du sogar aus deinem Alltag. Wie es sich gehört, investiere ich 1.000 Euro in eine der heutigen Aktien. Meine Videos sind keine theoretische Laberei. Ich handle das, was ich euch erzähle. Bevor es losgeht, kurz noch ein starker Tipp. Die Märkte notieren gerade auf ihren Allzeithochs. Viele Anleger halten der Cash zurück, weil sie auf einen Rücksetzer warten. Während der Wartezeit wird dein Geld von der Inflation zerfressen. Deshalb solltest du es anlegen. Hier sind Tagesgeld und Festgeld eine super Sache. Du weißt bereits am Anfang, wie viel Rendite du erhältst und es gibt keine Kursschwankungen. Freedom24 hat hier kürzlich sein Angebot erheblich aufgebessert. Auf Festgeld gibt es nun bis zu 8,76% Zinsen im Jahr. Du kannst dein Geld für 3, 6 oder 12 Monate lang parken. Für kurzfristige Anlagen gibt es das D-Sparkonto, das genauso wie ein Tagesgeldkonto funktioniert. Du erhältst dort täglich Zinsen ausgeschüttet. Im Hintergrund siehst du mein D-Sparkonto. Es gibt bis zu 5,31% jährlich. Wenn du das Geld spontan für einen Aktienkauf brauchst, kannst du es in ein paar Sekunden wieder auf dein Handelskonto rüberschieben. Ich habe dir Freedom24 unten im ersten Kommentar verlinkt. Klick rein, wenn du noch einen Premium-Broker suchst. Okay, kommen wir zu den 5 Turnaround-Aktien. Das erste Unternehmen hat zuletzt große Töne gespuckt. I love being an underdog and we'll shock the world. Yeah, you think you're going to shock the world. How are you going to do that? We've got an Innovation Day coming out on the 25th. Am Donnerstag wurden dann die großen Innovationen rausgehauen. Halte dich jetzt ganz stark fest. Das wird dich vom Hocker reißen. PayPal möchte die Checkout-Zeit beim Bezahlen um 40% schneller machen. Statt wie viel? 30-40 Sekunden? Brauchst du dann nur noch 20 Sekündeleinchen. Nach dieser krassen Ankündigung hätte sich die Aktie eigentlich verdoppeln müssen. Doch sie wurde um 6% abgestraft. Merkwürdig. Der schnellere Checkout ist doch total die krasse Innovation. Und es wird noch besser. PayPal möchte in seine App Cashback-Angebote einführen. Wow, Hammer! Was für eine kranke Innovation! Darauf ist noch niemand gekommen. Payback gibt es ja erst seit 24 Jahren. Eine weitere Neuerung sind Smart Receipts. Damit können Händler ihren Kunden Quittungen mit Kaufvorschlägen schicken. Insgesamt wurden 6 Innovationen angekündigt, die du auf diesem Bild hier siehst. Ich habe es auf einem gleichnamigen Instagram-Account gepostet. Im Endeffekt trifft dieses Bild den Nagel auf den Kopf. Der CEO wollte die Welt schockieren. Da erwartet man ein bisschen mehr als ein paar Upgrades. Klar sind die Anleger nun enttäuscht. Insgesamt sind die Innovationen ein Schritt in die richtige Richtung. Sie sorgen aber nicht wirklich für neue Kunden. Das ist ja das größte Problem von PayPal. Die Anzahl der Nutzer stagniert und ging zuletzt sogar runter. Das liegt vor allem an Apple Pay, was bei der jüngeren Zielgruppe immer beliebter wird. Deshalb fokussiert sich PayPal darauf, mehr aus den Bestandskunden rauszupressen. Davon hat man als Marktführer ja genug. Was viele Leute nicht wissen, PayPal ist nicht nur PayPal. Es kann sein, dass du mit PayPal bezahlst, ohne es zu wissen. Hä? Wie geht das? Wenn du was im Internet kaufst, kannst du ja zwischen verschiedenen Zahlmethoden wählen. Dieses System wird von speziellen Firmen zur Verfügung gestellt. Eine davon heißt Braintree. Der Gehirnbaum ermöglicht es Händlern, verschiedene Zahlungsmethoden anzubieten und eine davon ist PayPal. Okay, wenn jemand PayPal auswählt, verdient PayPal offensichtlich daran. Jetzt kommt aber der Clou. Braintree gehört PayPal. Wenn also der Händler als Zahlungsvermittler Braintree nutzt, kassiert PayPal auch an Visa, Mastercard und sogar Apple Pay Zahlungen mit. Das Motto hier ist glasklar. If you can't beat them, join them. PayPal selbst verliert Kunden. Deshalb fokussiert man sich darauf, seine eigenen Händlerleistungen zu erweitern. Und genau darauf zielen die vorgestellten Innovationen ab. Man möchte heimlich an Konkurrenzzahlungen verdienen. Du möchtest mehr zur PayPal-Aktie wissen? Dann schau dir das Video hier oben hier an. Das ist eine ausführliche Analyse von mir, die ich erst vor ein paar Tagen gepostet habe. Meine zweite Aktie hat so gut wie jeder bereits ausprobiert. Es ist die Dating-App Tinder. Sagen wir es einmal so. Die App ist eher für kurzfristige Aktivitäten beliebt. Stell dir vor, du hast endlich die geile Missionarsbriefmarke aus Hawaii erworben. Du möchtest diesen großartigen Sammelerfolg mit so vielen Philatelisten wie möglich teilen. Hier hilft Tinder weiter. Das Geschäftsmodell ist simpel, aber effektiv. Man verdient verkauften Abos.
Sie liefern im Vergleich zur kostenlosen Basismitgliedschaft starke Vorteile. Mit Tinder Gold siehst du zum Beispiel, welche Briefmarkenfans dich geliked haben. Das kommt gut an. Nach der Schwächephase in 2022 steigen die Umsätze wieder an. Klingt alles supi, ist es aber nicht. Die Nutzerzahlen gehen nämlich runter. Ja, die Umsätze steigen zwar an, doch sie beruhen auf den Bestandskunden. Man presst diese wie eine Zitrone immer stärker aus. Auf Dauer wird das zu Stagnation führen, weil irgendwann der Saft alle ist. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Für die Zukunft sind Probleme vorprogrammiert. Deshalb wurde Match Group, der Mutterkonzern des ganzen Briefmarkenimperiums, um 79% verprügelt. Nach minus 79% sind die Erwartungen des Marktes extrem niedrig. Jede noch so winzige positive News könnte einen Turnaround bringen. Und die gab es vor 3 Wochen. Der Hedgefonds Elliott Management hat sich mit einer schlappen $1 Milliarde eingekauft. Elliott ist einer der größten aktivistischen Investoren unserer Welt. Dieser Fonds steigt nicht ein und klatscht weiter so. Nein, wenn Elliott am Start ist, dann wird die Bude auf den Kopf gestellt und es rollen Köpfe. Infolgedessen hat Tinder Fay Yosu Taluno als neues CEO ernannt. Ich rechne mit weiteren Optimierungen. Hinge könnte sich hierbei als verstecktes Ass entpuppen. Die App ist 2017 in den Start gegangen. Sie trägt den Slogan "The Dating App Designed to be Deleted" und "Geh auf dein letztes erstes Date". Hinge ist also das krasse Gegenstück zu Tinder. Es geht dort um langfristige Beziehungen. Also wenn du mit jemandem zusammen eine Briefmarkensammlung starten möchtest. Das Konzept kommt super an. Im Gegensatz zu Tinder gibt es dort enormes Nutzerwachstum. Und hier siehst du die Umsätze im Vergleich. 2022 lag Tinder bei $1,8 Milliarden. Bei Hinge waren es 283 Millionen. Okay, das sind Welten. Aber schau dir einmal die Kennziffer daneben an. Sie ist extrem spannend. Das ist das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Tinders Umsätze sind um 145 Millionen gewachsen, die von Hinge um 87 Millionen. Diese Zahlen liegen überraschend eng beieinander, dafür, dass Tinder mehr als 6-mal größer ist. Das zeigt, wie stark Hinge wächst. Deshalb sehe ich starkes Turnaround-Potenzial bei der Match Group. Das Unternehmen kann jetzt alle Bereiche des Liebeslebens abdecken. Man dringt sogar in Nischenmärkte ein. Letztes Jahr ist zum Beispiel Archer in den Start gegangen. Die App richtet sich an Männer, die Männer suchen. Mein Kurspotenzial liegt in der Zone zwischen $45 und $49. Hier gab es in der Vergangenheit reichlich Bewegung. Das wären 30-40% Kurspotenzial. Damit das klappt, müsste der Markt das Potenzial von Hinge anerkennen. Außerdem müsste Elliott den Turnaround schaffen. Kommen wir zur dritten Comeback-Aktie. Evotec ist mein nächster Turnaround-Kandidat. Der deutsche Wissenschaftskonzern wurde seit 2021 um 66% verprügelt. Am heftigsten ging es jedoch dieses Jahr zu. Das Papier fiel im Januar um 30%. Doch nun sollte so langsam mal Schluss mit der Kursprügel sein. Wie komme ich darauf? Bei meiner Recherche zu Evotec wollte ich seriöse Infos zum Umsatzwachstum haben. Ich wollte wissen, wie es geschäftlich aussieht. Aber nix da. In all diesen ganzen Artikeln steht kein einziges Wort zum Geschäftsmodell. Es geht nur um dieses eine Thema. Evotec im Sog des Lanthaler-Rücktritts. Was steckt dahinter? Werner Lanthaler, der Vorstandsvorsitzende von Evotec, ist zurückgetreten. Das ist dieser nette Herr hier. Er grinst hier fröhlich in die Kamera und hat wohl den gleichen Friseur wie Olaf Scholz. Werner, was hast du angestellt? Das Manager-Magazin deckt auf. Der ehemalige Manager hat Aktiendeals durchgeführt, ohne sie zu melden. Lanthaler verkaufte von Januar bis Oktober 2021 fleißig Evotec-Aktien. Im November, gerade mal einen Monat später, sorgte Großaktionär Oetker für Verkaufsdruck. Blöd, dass Lanthaler und Oetker damals Buddies waren. Außerdem blöd, dass Oetker seine Deals fleißig meldete, Werner jedoch nicht. Lanthaler ist nun zurückgetreten. Okay, er muss eine Strafe zahlen, vielleicht auch in den Knast. Aber was juckt das die Aktionäre? Er ist nicht mehr Geschäftsleiter und damit Vergangenheit. Können wir uns endlich einmal das Geschäftsmodell näher ansehen? Bisher habe ich noch gar nicht verraten, was Evotec überhaupt macht. Stopp, stopp. Über eine wichtige Sache müssen wir noch sprechen. Die US-Börsenaufsicht, SEC, könnte Evotec theoretisch delisten. Goodbye Evotec, schön war's. Aber du bist keine frei handelbare Aktie mehr.
Das hätte für Anleger verheerende finanzielle Konsequenzen. Das ist der Hauptgrund, warum die Aktie im Januar so krass verprügelt wurde. Ich sehe darin eine spannende Chance. In der Vergangenheit hat die SEC noch nie ein Delisting wegen Insiderhandel ausgesprochen. Ja, es wird natürlich eine Strafe geben, aber ein Delisting halte ich für übertriebene Panik. Das wäre nur aus politischen Gründen interessant, die gibt es aber nicht. Evotech ist kein chinesisches Unternehmen und die USA haben Bayer an den Eiern. Das reicht aus, um internationale Stärke zu zeigen. Jetzt endlich können wir über das Geschäftsmodell sprechen. Bei Pharmaaktien denkt man ja automatisch an Medikamente. Kleinere Aktien setzen da oft alles auf eine Karte. Entweder das Medikament wird zugelassen oder man ist pleite. Evotech geht die Sache deutlich cleverer an. Anstatt alles auf eine Karte zu setzen, sucht man sich Partner. Man erforscht und entwickelt für diese dann Wirkstoffe. Dafür hat man Labore und die ganze Ausrüstung zur Verfügung. Neben mir siehst du die aktuellen Projekte. Es gibt über 90. Zu den Partnern zählt die Creme de la Creme der Biotech- und Pharmabranche. Man hat über 800 Partner. Evotech hat verschiedene Einnahmequellen. Zuerst einmal nimmt man sich eine Grundgebühr, wenn der Kunde auf einen zukommt. Dann macht man Meilensteine für die Entwicklungsphasen aus. Schafft es der Wirkstoff in die nächste klinische Phase, gibt es eine Prämie. Wird das Medikament zugelassen, profitiert Evotech womöglich von einer Umsatzbeteiligung. Kommt darauf an, wie was verhandelt wurde. Das wird mit jedem Partner individuell ausgemacht. Was ich gerade erklärt habe, fällt unter die Sparte Execute. Man führt für seine Kunden Forschung und Entwicklung durch, logisch. Die Stärke hier ist weniger Risiko. Selbst wenn der Wirkstoff nicht zugelassen wird, erhält Evotech Geld. Die zweite Sparte ist Innovate. Dabei entwickelt man eigene Wirkstoffe und sucht sich im Laufe der Entwicklung passende Partner. Diese Sparte ist kleiner und schreibt Verluste. Langfristig gibt es jedoch großes Potenzial, wenn man sich auf die sogenannten Omics fokussiert. Das ist ein Modewort und steht für die ganzen Biotech-Technologien, die mit Omics enden. Genomics zum Beispiel oder Transcriptomics. Zu letzterem gehören mRNA-Wirkstoffe. Evotech ist profitabel und macht Gewinne. Der Wirkstofflieferant hat eine schuldenfreie Bilanz und ist damit flexibel. Deshalb halte ich einen Turnaround für wahrscheinlich. Bei 21,50 Euro herum ist Evotech auch schon 2017 gependelt. Da gehört sie meiner Meinung nach wieder hin. Ich sehe hier mittelfristig 40% Kurspotenzial. Meine vierte Turnaround-Aktie ist ein süßes Investment. Es ist der Schokohersteller Hershey. In den USA sind sie Marktführer. Dort sind sie so berühmt wie bei uns die Milka-Schokolade. Die Süßigkeiten im Bild gibt's für uns Deutsche nur in US-Shops, die das Zeug aus den USA importieren. Ja, auch das KitKat. Es schmeckt anders als unser deutsches KitKat. Die deutsche Variante wird nämlich von Nestle hergestellt und verkauft. Das amerikanische KitKat kommt direkt von Hershey. Sie nutzen sogar eine eigene Rezeptur. Schokolade ist ein entspannter Wachstumsmarkt. Die US-Umsätze wachsen so um die 4% jährlich an. Egal ob Krise oder Wirtschaftsboom, die Leute stopfen sich das Zeug rein, als gäbe es kein Morgen. Bis vor kurzem war Hershey eine links unten rechts oben Aktie. Doch nun wurde das Papier um 30% verprügelt. Das macht auch die Dividende wieder attraktiver. Sie liegt nun bei 2,5%. Was ist der Grund für den Absturz? Die Erklärung ist simpel. Was braucht man für Schokolade? Diese wunderschöne Frucht. Sie stammt vom Kakaobaum und sie enthält Kakaobohnen. Daraus wird Kakao hergestellt. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Und hier siehst du das Übel. Der Kakaopreis ist das letzte halbe Jahr über explodiert. Er notiert nun auf einem Allzeithoch. So schlimme Preise hatten wir zuletzt in den 70er Jahren. Das ist 50 Jahre her. Da waren die meisten Zuschauer noch gar nicht geboren. Warum geht Kakao gerade so ab? Hierzu ein paar wichtige Fakten zum Kakaomarkt. Die Elfenbeinküste ist der mit Abstand größte Kakaoproduzent unserer Welt und das schon seit Jahren. Ghana auf Rang 2 schafft gerade einmal ein Drittel ihrer Produktion. Rang 2 bis 8 kommen zusammen auf so viel Kakao wie die Elfenbeinküste alleine. Wenn die Ivore husten, bebt die ganze Schoki-Industrie. Die Kakaobauern husten gerade nicht. Sie haben sich eine dicke, fette Grippe eingefangen. Die Anbaubedingungen für die Saison 2023-24 waren katastrophal. Zuerst war es zu trocken und dann zu feucht. Kakaobäume werden vom Sprossenvirus angegriffen. Die Ernte dürfte 30% niedriger ausfallen als im Vorjahr. Nochmals zur Erinnerung.
30% ist so, als ob Ghana von heute auf morgen seine ganze Produktion einstellen würde. Und Ghana hat großen Abstand auf Rang 3 dieser Liste. Der Ernteausfall ist eine Katastrophe. Deshalb ist der Kakaopreis parabolisch angestiegen. Doch wie heißt es so schön? Was hoch steigt, fällt tief. Der Anstieg beruht auf einem überraschenden Ereignis. Zur nächsten Saison sollten wieder normale oder wenigstens normalere Verhältnisse herrschen. Es ist statistisch unwahrscheinlich, dass es 2 Jahre in Folge eine größere Katastrophe gibt. Rein fundamental ist die Aktie historisch günstig bewertet. Klar, 5% rauf oder runter gehen immer. Wer jedoch langfristig investieren möchte, hat nun vernünftige Kaufkurse. Die Aktie hat sich zuletzt stabilisiert. Deshalb kann man nun wieder Position aufbauen. Ich erwarte, dass die Aktie mittelfristig wieder in die Kampfzone zwischen 215 und 230 Dollar herum zurückkehren dürfte. Kommen wir zu meiner letzten Crash-Aktie. Hier habe ich 1000 Euro investiert. Und hier kommt mein Echtgeldkauf als Nachweis. Ich habe mir 2 LVMH-Aktien für jeweils 669 Euro gegönnt. Das sind zusammen sogar rund 1340 Euro. Aber gut, Luxus ist ein Preis und genau das ist LVMH. Das Kürzel steht für Louis Vuitton, Moët und Hennessy. Als Broker nutze ich übrigens Freedom24, die hatte ich ja vorher bereits vorgestellt. Der Kauf hat mich schlappe 2 Euro und 4 Cent gekostet. Das ist vernachlässigbar im Vergleich zur Ordersumme. Du suchst noch einen starken Broker? Dann schau dir Freedom unten im ersten Kommentar an. LVMH wurde das letzte halbe Jahr um 25% verprügelt. Das ist ungefähr so viel wie bei den letzten Rückgängen und da gab es fette politische Krisen. Was sind die Gründe? Zuerst einmal die gute Nachricht. Der Rückgang liegt nicht am Geschäftsmodell. LVMH leistet super Arbeit. Man hat ein breit gestreutes Markenportfolio. Zum Unternehmen gehören Brands wie Christian Dior, Kenzo, Marc Jacobs oder Tag Heuer. Die Branche steht generell unter Druck. Das liegt vor allem an China. Luxusmarken sind extrem von chinesischen Kunden abhängig. Vor einem Jahr fielen die Restriktionen in China weg. Viele Investoren spekulierten auf ein Turnaround wie im Westen. Bei uns gingen die Leute wieder massiv shoppen und hauten Geld bis zum Gehtnichtmehr raus. In China lief das aber anders. Die ersten Monate über gab es einen kurzen Hype, doch dann ließ die Konsumlaune stark nach. Das siehst du am Wachstum vom zweiten Halbjahr. 2024 soll der chinesische Luxusmarkt um 4-6% wachsen. Das wäre okay. Ich sehe Potenzial für Überraschungen. Hierzu musst du 2 wichtige Punkte wissen. Erstens. Aktuell sind die chinesischen Verbraucher sparsam. Sie sorgen sich wegen der heimischen Immobilienkrise und wirtschaftlichen Herausforderungen. 2023 hat die Regierung eher gechillt, wenn ich es mal modern ausdrücke. Sie haben kaum Geld in die heimische Wirtschaft gepumpt. Das dürfte sich dieses Jahr ändern. Vor ein paar Tagen erst kam die News, dass die Regierung bis zu 278 Milliarden Dollar in den Aktienmarkt pumpen möchte. Damit möchte man die heimische Börse und damit auch die Wirtschaft stabilisieren. Weitere Stimuli dürften folgen. Das sollte Verbraucher zu mehr Konsum bewegen. Zweitens. Chinesen kaufen Luxusartikel sehr gerne im Ausland ein. Das sind mal eben 30-40% ihrer Luxusumsätze. Das sind also keine Peanuts. 2023 gab es jedoch ein großes Problem und das lautet Visum. Der Westen macht Chinesen die Einreise schwer. Das dürfte sich dieses Jahr jedoch ändern. China selbst geht mit positivem Beispiel voran. Seit dem 1. Dezember 2023 können Deutsche, Franzosen, Italiener, Niederländer, Spanier und Malaysier ohne Visum einreisen. Du kannst dir bis zu 15 Tage lang ohne Visum das Land anschauen. Und wie sieht es bei den chinesischen Auslandsurlaubern aus? Für 2024 wird ein Boom erwartet, der eigentlich 2023 kommen sollte. Im Vergleich zum Vorjahr soll es doppelt so viele internationale Reisende aus China geben. 2025 dürfte dann ein neuer Rekord folgen. Airlines reagieren bereits jetzt darauf. British Airways hat sein chinesisches Kabinenpersonal auf 100 verdoppelt. Ich bin deshalb positiv für Luxusaktien gestimmt. Sie dürften langfristig vom chinesischen Turnaround profitieren. Die aktuelle Bewertung ist fair. LVMH ist um 10% unterbewertet. Deshalb habe ich eine erste Position aufgebaut. Ich wollte nach den Zahlen eigentlich nochmals aufstocken, aber dann ist die Aktie explodiert. Schau dir einfach nur die letzten beiden Kerzen an. Sowas hat die Aktie schon lange nicht mehr abgeliefert. Deshalb kaufe ich erstmals nicht nach, sondern warte auf einen Rücksetzer.
Mein mittelfristiges Kursziel liegt bei 830 Euro. Hast du eine Aktie, bei der du auf ein Comeback spekulierst? Schreib sie unten als Kommentar. Ich freue mich wahnsinnig über eure Vorschläge. Gib mir ein Like, um dir positives Börsenkarma für deine Crash-Aktien zu sichern. Und wir sehen uns beim nächsten Video.